Ja, wir sind hier hinten in der Garderobenzone, da wo sich die Damen, Herren, Künstlerinnen und Künstler, Musiker umziehen und parat machen. Der Beat Schlatter ist gerade da. Beat, komm, was tigerst du da so rum? Bitte, in welcher Garderobe bist du jetzt gerade? In meiner eigenen. Ja, und? Nein, es ist ja noch ganz wichtig, dass es ist ja doch ein Auftritt vor mehreren tausend Leuten. Und auch wenn man nur wenig sagt, ist wichtig, dass man konzentriert ist und fit. Du bist Laudator, du wirst nachher vorstehen und sagen, wer gewinnt. In welcher Kategorie? Beste männliche Solo-Act. Ja, das ist aber eine grossartige Kategorie. Es hat schon, was viele nicht gewusst haben, oder was viele wahrscheinlich jetzt nicht wissen, vor allem die Jungen, die uns zuschauen auf YouTube, der Beat Schlatter hat eine steile Musikkarriere hinter sich, ist Schlagzeuger gewesen in der Sparte Punk und ja. Hat leider das irgendwann schon angekriegt. Warum? Ja, also ich muss sagen, es war eine irrsinnig lässige Zeit. Ich war 10 Jahre lang Musiker und mit der Lilliput, das war die erfolgreichste Band, da haben wir richtig grosse Tourneen machen. Wir haben sogar einmal in Berlin, das weiss ich noch gut, hat Giannonini als Vorband von uns gespielt. Gut, Giannonini hat dort noch nicht die Hits gehabt, die sie nachher später hatte. Und wir sind, mit Lilliput habe ich können, die hat es insgesamt 6 Jahre gegeben, Kleenex Lilliput, 2 Jahre davon bin ich dabei gewesen. Und ich konnte Frankreich-Tour machen, Österreich, Deutschland. Ist eigentlich lustig, dass dich genommen haben, das mal, weil Lilliput war ja so eine Feministenband, oder? Nein, es war keine Feministenband, es war eine Frauen-Punk-Band, das ist ein Unterschied. Ja, sie sind zum Teil auch eine Frauenband gewesen und das ist halt manchmal immer ein bisschen schwierig. Das sind schwierige Zeiten als Musiker. Einerseits die Zeiten durchzuheben miteinander, da ist man extrem Situationen ausgesetzt, oder? Vor allem wenn man jetzt nicht in der obersten Liga mitspielt, wo der totale Luxus vorhanden ist. Das ist, da ist man ja in einem kleinen Bus, oder? Ist man da miteinander mehrere Stunden auf der Autobahn gefahren und das muss man alles miteinander aushalten, Auftritt und wenn etwas schief geht und so. Und da haben sie halt nicht immer eine Frau gefunden, oder? Oder sie haben dann wieder Personalwechsel gehabt. Und dann, das ist ja gut, der Beat ist auch gut. Ja, dann durfte ich mich einspringen. Und warum hast denn du plötzlich gefunden, was, wir müssen ein bisschen früher laufen, glaubt, dass wir nicht irgendwie die ganze Zeit in den Garten... Ah, komm, wir gehen erst zusammen in den Green Room. Mhm. Bist du bereit? Ja. Wir gehen erst zusammen in den Green Room und zeigen, was steht. Das ist nämlich der Raum, wo alle die jetzt vielleicht nicht eine eigene Garderobe haben, machen sich hier parat. Alvaro Soler sehe ich jetzt gerade da vorne durchlaufen. Der kommt gerade zurück nach seinem Auftritt. Also man schaut da die Sendung selber. Beat, bist du auch im Green Room rein? Normaler, ja. Nein, du hast eine eigene Garderobe, gell? Ja. Ein bisschen der grösse Fernseher und ein Masseur. Hast du bei dir, ja? Selbstverständlich. Guten Abend miteinander, wir wollen nicht lange stören. Aber es sieht also noch cozy aus, sehr bequem da. Mhm. Ja, sie sind gemütlich eingerichtet. Ja. Das ist einfach IKEA-Möbel. Sind wir mal ehrlich? Nein, ich tue seit 30 Jahren alle Garderoben fotografieren. Ich gebe übrigens nächstens ein Buch raus damit. Ich habe 580 Fotos von Garderoben. Und das ist jetzt also eine von der luxuriösen. Also dort hinten hat es doch ein bisschen Grünpflanzen. Und am Fernsehen übrigens, das ist also... Keine echte, glaube ich. Ja. Ist das jetzt wirklich wahr? Du fotografierst Garderoben? Ja. Also seit über 30 Jahren sämtliche Garderoben fotografiert. Was ist die verrückteste Garderobe, die du jemals gesehen hast? Ja, das das weiß ich nicht. Das die zerstörteste von Rolling Stones zum Beispiel. Nein, da gibt es ja alles Mögliche. Also das kann man sich ja gar nicht, das kann man zum Teil gar nicht erzählen, was der Veranstalter uns Künstler alles zumutet. Das ist zum Teil noch der Heizungsraum oder zum Teil noch mit Tieren, wo man gar da oben teilt. Nein, ich sage, das ist jetzt, das hat es schon gegeben. Was war das? Mein Hund ist ein Schlawiner. Vreni und Rudi, die mit dem Hund auftreten sind. Nein, das ist jetzt, kann man jetzt wirklich sagen, das ist eine sehr komfortable Garderobe. Also, jetzt gehen wir wieder aus der Garderobe zu der Verena, nämlich hinter die Bühne.